Flying Gorillas. Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Immer wieder ein erfreulicher Anblick und ein sympathischer Geräuschpegel hier für mich in unserer bescheidenen kleinen Behausung. Und ich habe eine interessante wissenschaftliche Meldung für Sie heute gleich zu Beginn. Eine Studie, die aus den USA kommt und die in der deutschen Fachzeitschrift Freundin, die wir Herren häufiger unseren Gattinnen mit vom Kiosk bringen. Ich hole mir die Zeit, soll ich dir eine Freundin mitbringen? Diese Fachzeitschrift Freundin hat die Studie veröffentlicht, und zwar, ich hätte es wissen können, denn das Ergebnis dieser Studie ist die Schuld von uns Männern. Ergebnis: jede dritte Frau hat keinen Spaß am Sex. Ja, das ist die Schuld von uns Männern. Uns wird ja oft vorgeworfen, es sind Macho-Sprüche und so weiter. Nein, 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 nein. Wir Männer versagen. Wir Männer wollen Sex und ständig neue Stellungen, hat die Studie in Brigitte in Freundin veröffentlicht. Ja? Und Frauen wollen Zärtlichkeit und vor allem Vorspiel. Natürlich, Vorspiel. Oder wie wir Männer das nennen, betteln. Betteln. Daher auch der Satz, er geht am Bettelstab. Männer wollen ständig Sex, ständig Stellungswechsel, ja? Und vor allem wollen sie dabei nicht von der Ehefrau gestört werden. Und viele Frauen wären schon froh, wenn sie ihrem Mann beim Sex ab und zu mal wieder in die Augen schauen könnten. Da muss viel, und ich sage es noch einmal, von unserer Männerseite passieren. Eine erschreckende Zahl, wenn man sich das vorstellt, ja? 40% der deutschen Frauen haben keinen Spaß am Sex. Aber sie brauchen halt das Geld. Hier. 5 Mille. Heute Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen das rechts unten notiert im Sat.1 Super Mega Home Bildschirmtext. Heute Abend großartige Gäste. Eine junge Kollegin, die schon eine großartige Karriere eigentlich hinter sich hat in Deutschland als Hauptdarstellerin in der ARD-Soap Verbotene Liebe. Jetzt war sie 2 Jahre in New York und morgen hat sie Kinopremiere im neuen Film von Sönke Wortmann. Ein Film, der schon sehr, sehr gute Kritiken vorab in der Presse bekommen hat. Der Film heißt St. Pauli Nacht. Bei uns heute Abend zu Gast Valerie Niehaus. Blonder Pferdeschwanz, dann Raspelpurz in New York. Das ist schon wieder für einen neuen Film. Die Frisur, die Sie jetzt gesehen haben, und für den Sönke Wortmann-Film sind die Haare schwarz. Und dann kommt ein großartiger junger Sportler. 21 Jahre alt, meine Damen und Herren. Und wenn Sie schon mal gechockt sind, um Ihren welken alten Leib ein paar Sekunden länger vom Grab wegzuhalten, ja, dann werden Sie nachempfinden können, was der Mann, der heute kommt, leistet. Er läuft die mörderischste Strecke, die es gibt. 800 Meter. Ja, das ist kein Sprint und das ist eigentlich auch noch kein Langstreckenlauf. Es ist einfach eine unglaubliche Anforderung an den Körper. Er war Europameister, er war Deutscher Meister und er war in einem Weltklassefeld im Finale jetzt in Sevilla in Spanien bei der WM. Unter den letzten 8. Und er sieht aus wie der klassische jugendliche Held am deutschen Theater, den es am deutschen Theater ja nicht mehr gibt. Weil diese jungen Künstler nicht mehr sprechen können. Aber er sieht so aus. Groß, blond, grüne Augen und ein solches Tattoo. Für Sie zu Hause, vielleicht können wir die 40% heute Abend ein bisschen drücken, wenn er nachher kommt. Bei uns zu Gast Nils Schumann. Habe ich zu viel versprochen? Nein. Nein.
Und es geht weiter mit einem Tier, mit einem Mann, der sich immer mehr zu einem Sexmonster entwickelt. Mein neuer Partner, Horst namens Horst. Und das Unglaubliche ist, Horst sieht viel besser aus mit den kurzen Haaren, Horst, muss ich sagen. Gestern hatte der Schmuddelpony da ins Gesicht reinhängen und so. Heute sieht es sehr gut aus. Die Frauen, ich stelle es mit Entsetzen fest, die Frauen sind verrückt nach Horst. Ja? Nicht nur Post, nicht nur E-Mails, nicht nur Faxe, nein. Sie fragen mich schon auf der Straße. Wie zum Beispiel eine Frau, die heute Morgen noch gar nicht wusste, dass sie heute Abend hier in der Show ist. Frau Grabner aus Aalen, meine Damen und Herren. Hier, Frau Grabner. Hab ich recht? Heute Mittag war ich in der Fußgängerzone hier in Köln, weil ich eine Politumfrage machen wollte. Da treffe ich Frau Grabner. Und schauen Sie bitte, was Frau Grabner mich gefragt hat. Ich will mal was fragen, und zwar, was ist denn das immer mit dem Horst? Ja, der Horst ist mein neuer Mitarbeiter. Wieso? Gefällt er Ihnen nicht? Nur so. Ja, der ist heute Abend auch da. Ja. Horst geht auch hinterher mit Leuten übrigens zum Essen. Also ehrlich? Aber nicht mehr weiter wahrscheinlich. Doch, doch. Kennen Sie Horst nicht? Nee. Sie kennen Horst nicht? Nein. Aber Sie kennen Horst? Nee, Sie kennen nicht. Aber Sie haben ihn doch gerade gefragt, was mit ihm soll. Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, aber... Ja. Ja, wieso? Was haben Sie für ein Problem mit Horst? Nee, nur so, weil... Wieso? Kennen Sie Horst? Nein. Ist das ein Junge oder ein Älterer? Ende 30. Ach ja, es ging ja, ne? Ja. Zum Essen gehen, meine ich jetzt, ne? Ja, klar. Ja. Würden Sie mit ihm essen gehen? Klar, wenn er nett ist. Er ist nett? Ja. Ja? Ja. Also Sie würden heute Abend mit Horst essen gehen wollen? Entschuldigung. Ja? Tja, ich weiß ja nicht, wie er aussieht. Gut? Gut. Ja? Ja. Also sagen Sie doch bitte hier, Horst, ich warte auf dich. Ja? Na klar. Sagen Sie das doch hier rein. Ach so, Horst, ich warte auf dich. Das gehört Horst. Komm mal her. Hier ist Frau Grabner. Komm mal bitte, Horst. Freut sich. Horst. Mach doch bitte die Hose zu, Horst. Ja? Horst, tolle Sache für dich. Was ich mit der Treppe, danke. Horst wird jetzt zum ersten Mal einen seiner zahlreichen weiblichen Fans kennenlernen. Das ist Tochter Tanja, ist das richtig? Ja. Nein. Wie heißt die Tochter? Nein. Simone. Simone. Ja. Simone, Horst und Horst, Frau Grabner. Schön, dass Sie mal kennenlernen. Na, mal die Hand geben vielleicht, Frau Grabner? Nee, die Hand ist hier. Ja. Simone auch mal? Ja, vielleicht Horst vor sich, Küsschen links, Küsschen rechts. Donnerwetter. Donnerwetter. Ja. Ja, sonst alles okay? Noch nichts getrunken? Nein. Nein. Okay. Horst, ich würde sagen, bleibt bei den Damen hier stehen. Ja, falls Sie irgendwie Getränke wollen, irgendwas während der Show. Schön, dass es mit den Karten geklappt hat. Ja, vielen Dank. Gell? Es war überraschend. Kein Problem. Wir haben es versprochen, hat geklappt. Ne? Horst bleibt hier, falls Sie irgendwas brauchen. Und er fährt Sie nachher auch nach Hause. Ja, selbstverständlich. Das ist er vom Bundeskanzler so gewohnt. Ja, viel Spaß, Frau Grabner, Tochter Simone. Horst, du bleibst hier und verhältst dich anständig, meine Damen und Herren. Wir feiern das Jubiläum 50 Jahre Pfanniknödel. Schöne Sache, oder? Der Münchner Werner Eckhardt hat vor 50 Jahren das erste Kartoffelpulver präsentiert namens Pfanni. Und da machen wir die berühmten Knödel draus. Vor 50 Jahren wurde Pfanni erfunden und seit 30 Jahren machen sie es mit Kartoffeln. Wir haben ja... Nein, 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 nein. Sie haben doch das Recht, habe ich Ihnen schon oft erklärt, zu sagen, das war nichts. Gefällt uns nicht. Häng dich mehr rein. Wofür kaufe denn die Zahnpasta und das Venenfrei, das dich bezahlt? Ja, schauen Sie, wir haben so früher als Kinder, als das alles noch nicht gab, ja, da haben wir uns doch aus dem Kartoffelbrei einen Vulkan gebastelt. Oben so ein kleines Loch rein, ja, dann die braune Maggi-Soße und dann unten mit dem Strohhalm. Das waren diese einfachen Spiele, damals, als es noch keine Gameboys und sowas gab. Pfanni, ich glaube, aus Pfanni ist auch das Material, aus dem diese tollen Türschilder sind. Wissen Sie, bei so Lehrern in den Vororten, diese lustigen, kreativen Türschilder. Hier wohnen Klaus, Ingrid, Jeanne Marie und Marcel Meyer-Koppenstedt. Auf Pfanni.
meine Lieblingstürschilder. Eine interessante Meldung für alle, die jetzt vom ZDF zu uns rübergeschaltet haben. Nabend! Kommt auch aus Amerika, diese Meldung. Und zwar, wer Karten spielt, oder wie wir in der Jugendherberge gesagt haben, wer Katteln tut, finde ich eigentlich menschlicher, oder? Wer Katteln tut, lebt, und das ist, dafür lohnt es sich, ja, lebt im Schnitt 2,5 Jahre länger. Sie wissen ja, die neue Rentenformel geht nach dem Motto, länger arbeiten, früher sterben. Nein, wenn Sie Karten spielen, die Politiker werden grün vor Neid, weil sie alle 2,5 Jahre länger leben. Das heißt also, sollten Sie mit 54 in eine andere Welt abberufen werden, dann wäre es ohne Kartenspielen schon mit 51,5 der Fall gewesen. Sehen Sie, das weiß man ja sonst nicht. Kartenspielen, sind bei einem Wetter, schau mal, jetzt bin ich weg, aber 2,5 Jahre früher sonst schon. Ohne Karten. 2,5 Jahre. Das ist auch der Grund, warum Kartenspiele im Altersheim weggeschlossen werden. Daher kommt auch dieser tolle Spruch von Mitspielern beim Mischen. Es hat sich auch schon mal einer tot gemischt. Für mich ist es immer schön, ich spiele ja gerne Karten. Bin überhaupt so ein Mensch für Gesellschaftsspiele. Für mich ist immer schön, wenn ich am Schluss eines Kartenspiels sage, so, Kinder, Feierabend, ich muss los, ihr könnt euch wieder anziehen. Und zum Schluss eine Meldung, die mich traurig gemacht hat. Und sie gehen an Sie, meine Mediziner, eigentlich meine Freunde. Aber ich war doch irritiert, als ich das gelesen habe. Man hat herausgefunden, Frauen werden von Medizinern weniger ernst genommen als Männer. Ja, das ist unschön. Wenn ein Mann zum Arzt kommt, dann denkt der Arzt im Schnitt, jawohl, dem fehlt wirklich was. Und bei einer Frau denkt er, die kommt wegen jeder Kleinigkeit. Das ist falsch. Eine erschütternde Meldung. Wirklich. Ärzte nehmen Frauen weniger ernst. Wir haben gedacht, das seien nur die Fahrlehrer. Nein. Ja, wirklich. Der erste Satz. Ja, wenn eine Frau zum Arzt kommt, ist, dass der Arzt denkt, oh je, da hat der Klempner abgesagt. Oder? Das passiert so oft, dass das Frauen zum Arzt sagen, oh, Herr Doktor, ich habe Migräne. Und der Arzt sagt, das brauchen Sie mir nicht sagen, ich will ja nicht mit Ihnen ins Bett. Bitte? Oh, eine Meldung aus dem super, mega, neuen Sat.1 Sendezentrum in Berlin in der Jägerstraße, meine Damen und Herren. Wir schalten kurz um nach Berlin. Liebe Zuschauer, wir unterbrechen für einen Moment unser Programm. Bis Harald Schmidt seinen Schreibtisch erreicht hat, zeigen wir Ihnen süße Tierbabys. So, liebe Zuschauer, Harald Schmidt hat nun seinen Schreibtisch erreicht und wir setzen unser Programm fort. Weiterhin gute Unterhaltung. Horst, wir nehmen dich. Horst neben Frau Grabner und Tochter Simone. Wird die beiden Damen nachher nach Hause fahren, vorher natürlich noch mit Ihnen essen gehen. Wir haben schon wieder, man glaubt es kaum, den 1. September. Ist doch unglaublich, oder? Wie die Zeit vergeht. Und da ist es eine Zeit, dass wir einen neuen Liebling des Monats wählen. Und Eddie, oder wie wir ihn nennen, der Loser mit der roten Mütze, meine Damen und Herren. Ein Mann, der uns, wundert mich, dass die Firma Marlboro noch für ihn bezahlt. Schauen Sie hier auf seinem Overall. Marlboro. Marlboro. Dass die noch einen Pfennig für ihn ausgeben. Er hat uns so enttäuscht. Wir haben gedacht, er führt Ferrari zum lang erwarteten Weltmeistertitel zum ersten nach 400 Jahren. Nein, nein, er kommt Jahre nach Finnen ins Ziel. Das heißt, für ihn war es das. Er war ja eh nur der Liebling des halben Monats Augusts. Jetzt ist es aber soweit. Wir wählen, das heißt, Sie wählen einen neuen Liebling. Hier sind unsere Vorschläge für den Liebling des Monats September. Wer soll unser Liebling des Monats September und damit Nachfolger von Eddie die Schnecke Irvine werden? Hier sind unsere Vorschläge. Kandidat Nummer 1, der brutale und skrupellose Schläger vom FC Bayern, Vicente Lizarazu. Vor ihm zittert die ganze Mannschaft, nachdem er diesem Mann ordentlich auf die Glocke gehauen hat. Wir wollten es nicht glauben, doch dann veröffentlichte Bild dieses gestochen scharfe Dokument, das keine Zweifel zulässt. Und nicht nur das. Weiteres geheimes Fotomaterial belegt eindeutig, dass Lizarazu seine Mitspieler schon seit langem in Angst und Schrecken versetzt.
Hier sieht man, wie der freche Franzose hinter dem Rücken von Trainer Hitzfeld bei Mehmet Scholl Brennnessel macht, bis dieser anfängt zu heulen. Gemein. Und hier ist deutlich zu erkennen, wie er mitten in einem harmlosen Trainingsspielchen Stefan Effenberg von hinten die Hose runterzieht und dann aber feige mit dem Finger auf Carsten Janka zeigt. Wer stoppt endlich diese gefühllose französische Kampfmaschine? Kandidat Nummer 2, der Kölner SPD-Oberbürgermeisterkandidat Klaus Heugel. Dass nach dem Auffliegen seines Aktienschwindels seine Oberbürgermeisterträume zerplatzt sind, ist halb so schlimm. Doch jetzt droht ihm auch noch der Ausschluss aus den traditionsreichen Kölner Karnevalsgesellschaften, der lustigen Insider, der neureichen Bierhälse und der Aftzocker Gelb-Weiß von 1912. Das hat dieser Mann nicht verdient. Vorschlag Nummer 3. Strom. Seit ein paar Wochen wissen wir, dass Strom nicht einfach so da ist, sondern dass man ihn sich an jeder Ecke kaufen kann. Außerdem sollen wir glauben, dass Strom gelb ist. Aber das wird nur der bestätigen können, der schon mal an einen elektrischen Kuhzaun gepinkelt hat. Vorschlag Nummer 4. Der Super TM3 Champions League Fußballexperten Bausatz. Dafür braucht man ein bisschen Sachverstand unter einer schicken Frisur, ein Sonnenstudio um die Ecke und einen, der einen kennt, der den Job früher mal gemacht hat. Und so wird aus Stefan Kunz, Hansi Müller und Kalle Rummenigge der Superexperte Stansi Kullernigge. Wir freuen uns schon wie doll auf seinen ersten Auftritt bei TM3. Und schließlich Kandidat Nummer 5, der blasse Sportreporter vom ZDF, Norbert König. Einer, der meint, er könne sich ständig ungefragt vor die Kamera stellen, weil ja sowieso nur Leichtathletik übertragen wird und kein richtiger Sport. Dabei weiß er ganz genau, der feine Herr König, dass er ein Nichts ist ohne diesen Mann. Jens Weißflug, der mit Abstand süßeste Ossi aller Zeiten. Neben dieser funkelnden Lichtgestalt darf Norbert König jedes Jahr ein paar Minuten stehen und Skispringen kommentieren. Und dafür sollten Sie dem lieben Gott dankbar sein, Herr König. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling des Monats ist Stansi Kullernigge. Eine Entscheidung, mit der wir sehr, sehr gut leben können. Die Gesichtsfarbe erklärt sich aus den ersten Beleuchtungsproben bei TM3. Meine Damen und Herren, man will es jetzt doch mal mit Scheinwerfern probieren, weil die Fackeln bei Regen und so, das ist doch schwierig. Stansi Kullernigge, in 14 Tagen geht es, glaube ich, los, oder? Ist das erste Champions-League-Spiel, ja? In 14 Tagen. Und Jahresende will TM3 dann die ersten Spiele auch zeigen. Also, das wird bestimmt toll. Das ist eine tolle Sache. Der ideale Sportreporter. Bin sicher, er wird ganz, ganz vorne in der Beliebtheitsskala bei den Sportreportern landen. Bei TM3, Ihr Liebling des Monats September, Stansi Kullernigge. Es ist soweit, über die Urlaubszeit hat sich ja wieder sehr, sehr, sehr viel Post angesammelt, die Sie uns freundlicherweise geschrieben haben. Das ist immer wieder auch eine schöne Gelegenheit für mich, auf unsere Anschriften hinzuweisen. Zum einen die Postadresse und zum zweiten natürlich, Sie wissen, wir sind die Show, die das Internet sozusagen verinnerlicht hat. www.haraldschmidt.de/www. Und Sie uns, faxen Sie uns hier, www.schmidt.de und unsere Homepage, ja, unsere Website, da wo Sie alles reinstellen können, 1,3 Millionen Besucher in einem Monat. Wir sind begeistert. Aber trotzdem haben wir hier uns das Bewusstsein für Tradition bewahrt. Briefe, die bringt bei uns nicht irgendwer. Nein, Briefe, die bringt bei uns der Letterman. Es sieht immer wieder schön aus. Und das Schöne ist, Sie schreiben uns nicht nur Briefe, Sie schicken uns auch viele Gegenstände und Anregungen, die wir gerne brauchen können. Das kann ich weglegen. Das ist nur ein alter IKEA-Karton. Den brauchen wir jetzt nicht. Und hier schreibt uns Robert Fizek aus Aschaffenburg. Lieber Harald Schmidt, da wir beide Jahrgang 57 sind, lasse ich lieber mal das Sie beiseite. Und es geht, deine Show ist über die Jahre immer besser geworden. Danke, denn für objektive Kritik sind wir immer zugänglich.
deine Show. Ist über die Jahre immer besser geworden. Und es gäbe eigentlich nichts zu meckern, wenn da nicht eine Kleinigkeit wäre, die mich doch nun tatsächlich seit der ersten Sendung stört. Das Telefon. Es ist nicht so, dass es hässlich wäre. Nein, hier steht es, unser liebes altes Telefon. Es ist ein solider Aktron B von der Telekom. Natürlich, und das sage ich gern 20 Mal. Telekom, 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 Telekom. Denn wir haben es bezahlt. Es ist aber uns nicht so wie bei anderen Shows, ja, wo man sinnlos telefoniert, nur weil man es geschenkt gekriegt hat. Nein, wir haben es bezahlt bei der Telekom. Und seit es so viele Konkurrenten gibt, ist es richtig billig geworden. So. Ein kleines, billiges, flottes Design. Nur irgendwer hat irgendwann mal die Hörerschnur verkehrt rum angeschlossen. Und Robert Fitzek scheint ein ganz Penibler zu sein. Nicht nur ist sein Leben so aufregend, dass er uns jeden Abend seit der ersten Sendung sieht, sondern er schreibt, schaut, hier hat er eine Zeichnung gemacht. So sieht eine Telefonschnur aus. Das ist besonders wichtig in Zeiten, in denen das schnurlose Telefon boomt. Kurzes Ende, langes Ende. Und um es abzukürzen, Robert Fitzek hat festgestellt, dieses lange Ende der Telefonschnur, ja, gehört eigentlich hier unten hin. Lieber Robert, danke. Und danke, dass du uns einen Telefonhörer geschickt hast, wo es richtig ist. Wir aber bringen es nicht übers Herz, in Aschaffenburg das einzige Handy wegzunehmen und werden es morgen an dich zurückschicken. Ja? Dankeschön, das ist ja schon dran. Und wo das hinkommt bei dir, Robert, das weißt du ja. So, okay, danke. Hat uns gefreut. Ja. Aktron B von der Telekom heißt dieses Telefon, falls viele es nicht verstanden haben und es auch haben wollen. Die sagen, es muss nicht immer Design sein, Hauptsache es klingelt. So. Dann kommt Stansi, mach mal Platz. Stansi steht hier ein bisschen im Weg und man muss sich noch dran gewöhnen. So, dann kommt ein Brief von Regine Lenecke aus E-29100 Coin Malaga. Sie lebt in Malaga. Wir wissen nicht, Dienstleistungsbereich. Spanierin oder einfach abgefunden. Regine Lenecke schreibt uns, lieber Harald Schmidt, anbei ein Querschnitt, ein Ausschnitt aus der Zeitung Sur in Englisch, 16. bis 22. Ach so, Sure in Englisch, 16. bis 22. Juli, da sie ja die Leute unheimlich gern durch die Sch-Doppelpunkt ziehen, es muss nicht heißen durch die Sch, sondern durch den K-Punkt ziehen, dachte ich, dieser kleine Ausschnitt ist ein gefundenes Fressen für sie, um es abzukürzen. Regine Lenecke hat uns hingewiesen auf den Teppichladen Grutmann oder Grutman in Malaka. Dort scheint es ein Preisausschreiben gegeben zu haben. Und schauen Sie, der erste Preis hier oben war eine Kreuzfahrt für zwei Personen, 14 Tagen. Haben selbstverständlich zwei Japaner gewonnen. Aber schauen Sie bitte, wer hier unten a bottle of red wine gewonnen hat. Mr. Jorge Montora. Delicious Rioja Wine. Delicious Rioja Wine. Jorge Montora. Cheers, Monty. Eine schöne Sache. Sitzt Monty in Marbella und jetzt hat er ja die ganze Flasche Rotwein für sich alleine. Monty. Dann eine Meldung von Beate Lemke. Frau Lemke, Frau Lemke aus Berlin. Dein Fan Beate, Klammer, die obwohl, Schrägstrich, weil Ossi über deine Ossi-Witze lacht. Wir sagen hier, siehst du einen Wessi liegen, blas ihn auf und lass ihn fliegen. Ja, aber ich finde, das zeigt doch, dass wir vom Humor her schon zusammengewachsen sind. Oder? Ja, liebe Beate, vielen, vielen Dank. Und danke auch für diese Meldung aus dem Stinnes Baumarkt, wo es viele tolle Sachen zu kaufen gibt. Aber was uns natürlich besonders gefallen hat, ist diese Kleinigkeit hier, ein Notfallponcho. Ein Notfallponcho. Beate,
Ist das nicht bei euch so eine Art Grundausrüstung? Heute hören Sie hier, heute haben wir viele Gäste aus den neuen Ländern hier. Habe ich recht? Ist das so? Ja, denn unser Gast, nachher. Ja, man wird immer nur Cass per Fax oder per Brief, aber wenn man hier ist, dann hält man sich ein bisschen gedämpft. Jetzt kommt etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar Christian Reichert aus Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer gestrigen Show, 25.08. letzte Woche, gab Herr Schmidt zu, dass er nicht in der Lage sei, eine Flasche mit einem Feuerzeug zu öffnen. Ich erinnere mich dabei an mein Studium der Sonderpädagogik, in dem ich im Rahmen eines Seminars der Sehbehindertenpädagogik, und das trifft auf mich zu, -5,75 beide Augen verkrümmt und abgelöst, die Aufgabe hatte, diese Übung für Sehbehinderte als Anleitung zu formulieren. Im Erfolgsfalle hätte, und das ist ein deprimierender Satz, ja, im Erfolgsfalle hätte mein Studium wenigstens einer Person etwas genützt. Das ist schon bitter. Aber das ist die Beschreibung, wie öffnet man eine Flasche mit Kronkorken mit dem Feuerzeug. Und zwar, linke Hand greift die Flasche und stellt sie auf eine feste, ebene Unterlage. Rechte Hand greift das Feuerzeug mit vier Fingern, sodass der Teil ohne Mechanik zwischen Daumen und Zeigefinger und ungefähr 1 Zentimeter aus der Faust herausragt. Aha. Während die linke Hand die Flasche festhält, stellt die rechte Hand das Feuerzeug oben auf die Flasche und hakt es dann seitlich unter den Kronkorken. Geräuschtest durch Drehen des Feuerzeugs, ob das Feuerzeug unter dem Korken sitzt oder am darunterliegenden Glaswulst. Aha. Während das Feuerzeug im 45-Grad-Winkel gehalten wird, umschließt die linke Hand nun Flaschenhals und Feuerzeug. Linke Hand umschließt Flaschenhals und Feuerzeug. Aha. Dabei soll der Kronkorken in die gedachte verlängerte Linie zwischen Zeige und Mittelfinger in die Hand drücken. Der linke Zeigefinger soll ganz unten am Feuerzeug mit dem ersten Glied von der Hand aus gesehen das Feuerzeug umschließen und fest unter den Kronkorken drücken. Der Zeigefinger dient nur als Hebearm, das Feuerzeug als Hebel. Durch ruckartiges Hebeln mit der rechten Hand nach rechts kann die Flasche nun geöffnet werden. Zischt es, war der Versuch erfolgreich, ist der Korken dennoch nicht ganz ab. Schritt C bis E wiederholen. Okay, einmal Ruhe bitte, wir wollen es probieren. Das hat, glaube ich, nicht gezischt, oder? Nein, schade, aber es liegt an mir. Okay. Ja, die Angaben sind für Rechtshänder gedacht. Und zum Abschluss aus Weimar etwas Fabelhaftes, und zwar Salve. Sie wissen, das ist der große Gruß in Weimar in diesem Jahr. Während in Weimar der Countdown zum 250. Geburtstag des großen Meisters läuft, der war am letzten Wochenende, ein Geschenk, das auch zur Huldigung des Goethe-Senders passt, und zwar, und das ist was Tolles, diese Goethe-Maske. Das ist echt toll. Ja, ja. 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 Polizei jagt Sex-Goethe, lese ich da schon. Oder? Mit dieser Maske erkennt er noch keiner. Ja? Tolle Sache, und man hat uns auch diese fabelhafte Puppe hier geschenkt. Ein wirklich Meisterwerk der, glaube ich, Glasbläserkunst. Und ich könnte mir vorstellen, dass zwei spezielle Mitarbeiter von uns besonders glücklich darüber sind. Ich denke, zwei ganz, ganz, ganz spezielle. Das Goethe, ah, das Goethe, ah, das Goethe, ah, das Goethe, ah, das Goethe. Also vielen Dank für diese tolle Post, für die tollen Geschenke. Alles großartig. Mein erster Gast hat morgen Abend bundesweit Filmpremiere mit dem neuen Film von Sönke Wortmann, St. Pauli Nacht. Zu Beginn ihrer Karriere war sie viele Jahre die Hauptdarstellerin in der Verbotenen Liebe. Herzlich willkommen, Valerie Niehaus.
Ich habe das vorhin schon gesagt, diese Haare sind jetzt schon wieder für einen Film, der erst im nächsten Jahr kommt. Ja, hoffentlich, ja? Im März schon. Wo wird der dreht, den dreht ihr gerade noch, den Film? Den drehen wir gerade noch, haben wir gerade angefangen, vor 2 Wochen erst in Obergurgel. Wo ist das? In Tirol, ganz weit oben, ja. 2000 Meter. Ist, glaube ich, auch ein schönes Skifahrergebiet, oder? Ja, ja, jetzt gerade nicht, aber dann im Winter. Liegt noch kein Schnee? Doch, liegt Schnee. Ich kam neulich morgens im Sonnenaufgang erwartend auf den Balkon und da war er schon tiefer als am Tag davor. Also man muss sich da schon ein bisschen wärmer anziehen. Wirklich wahr? Ja. Behindert euch das beim Drehen? Nein. Nein. Ihr dreht gar nicht im Freien, doch. Doch, sonst wärt ihr nicht in Obergurgel. Aber wir drehen nachts, da sieht man den Schnee. Ihr dreht nachts? Ja, ist ein Horrorfilm. Wirklich wahr? Mhm. Ihr macht nicht, wie heißt das, Day for Night? Day for Night. Mit seinem Filter? Nein, ihr dreht wirklich nachts. Wir drehen im Wesentlichen nachts. Man macht auch mal Day for Night, aber im Wesentlichen nachts. Ja, also mit dieser Frisur wird man dich erst im nächsten Jahr im Kino sehen. Ja. Morgen, ab morgen kann man dich mit kurzen schwarzen Haaren sehen. Ja, in St. Pauli Nacht. Gestern war schon die interne Premiere. Ja, war aufregend. Wie war das? Das ist richtig aufregend gewesen. Also ich meine, ich habe ja noch nie Kino gemacht. Das war ja mein erstes Mal sozusagen. Und ja, dann ist das schon sowas, wo man eine Woche vorher schon echt nervös ist. Und auch jetzt in der Erinnerung dran bin ich auch nervös. Das war ganz toll. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Ich hoffe auch, du guckst dir den Film gleich morgen. Selbstverständlich. Ich kann ja erst ab morgen reingehen, denn morgen ist ja um 9 Uhr gehe ich in die Kindervorstellung. Genau, dachte ich. Ja. Dacht und dacht wie hat Sönke Wortmann dich entdeckt für diesen Film? Ja, hör mal, Harald, ja, das habe ich dir zu verdanken. Warum? Nein, ehrlich, nein, ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Du erinnerst dich, dass ich im Januar 98 bei dir hier saß? Mit ganz kurzen Raspelbirne. Ja. Und das hat Sönke gesehen und das hat ihm wohl gefallen, weil wir uns so nett unterhalten haben. Und daraufhin rief mich die Castingfrau an, da war ich dann schon wieder in New York, und rief mich an und meinte, sie würde sich da eben für mich in der Rolle Dorit interessieren. Und da wollte ich mich mal bedanken. Du. Das ist aber toll. Mhm. Guck mal an, wir haben uns nett unterhalten. Und du sahst natürlich auch, du sahst, muss man sagen, auch völlig anders aus als in der Verbotenen Liebe. Ja, und da hat er immerhin gesagt, Donnerwetter, kann ich mir vorstellen. Und es ist eine Karrierefrau, die du da spielst in St. Pauli? Ja, die Dorit ist ganz weit vorne in ihrem Beruf, kommt da sehr schnell vorwärts, hat auch großen Spaß daran, sucht sich leider immer Kerle, die damit nichts anfangen können. Jetzt, in dieser Nacht, glaube ich, versteht sie, dass sie das anders machen muss und dass sie auch was anderes will da. Und sie lernt auch in dieser Nacht jemanden kennen, den Friesen, gespielt von Oliver Stokowski. Und da passiert sehr wenig eigentlich zwischen denen, aber so hier so, ne? Verstehe, mental. Mm. Mental. Der Ausschnitt, den wir jetzt zeigen, da wirst du von einem Käsefabrikanten bedrängt. Allerdings, ja. Ja, den spielt Peter Sattmann. Ja, und den hat er auch richtig toll gespielt. Ja, so ein Käsefabrikant. Ja. Aber er ist ja, wie ist das in der Szene? Er ist dir auf die Toilette gefolgt? Er ist mir auf die Toilette gefolgt, nachdem er mir ein bisschen zu nah gekommen ist beim Essen. Und macht mir da jetzt ein Angebot, wo er eigentlich eine für verdient hat. Aber man lässt ja solche Männer einfach stehen. Ne? Macht man das heutzutage so? Zu meinen Zeiten gab es noch einen Tritt. Also. Es ist nicht mal wert, finde ich, die Kraftanstrengung. Wirklich? Was? So würdest du auch privat reagieren? Nee, privat würde ich auch treten. Also, Valerie Niehaus, St. Pauli, Nacht. Dorit, Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sogar sehr. Ich glaube, wir werden blendend miteinander auskommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, warten Sie es ab. Warten Sie es ab. Wissen Sie, was wir machen sollten? Na, verraten Sie es mir. Ich habe Lust, auf der Stelle mit Ihnen zu vögeln. Seid ihr euch einig? Danke, Peter. Der Mann ist der absolute Hit. Was ist passiert? Ach, Peter, Stinkekäse, sowas von krank. Ich ruf dich an. Was ist denn? Warum geht die denn jetzt? Peter, warum lässt du dich nicht von den Vögeln? Axel Milberg war das und Mariska Dittmers. Mariska Dittmers. Schön mit dir. Ja. Schöne Frau, Mariska, ne? Er lässt sich aber nicht von ihm vögeln dann im weiteren Verlauf des Möglicherweise. Films. Wir wollen nicht zu viel verraten. Axel spielt einen ganz unsympathischen Menschen. Aber das ist ja sehr, sehr hochgesetzt, der Film, nicht? Also ja, Axel Milberg, Mariska Dittmers, Sattmann und so weiter. Mit solchen Kollegen zu arbeiten. Ja. Das ist natürlich dann, vor allen Dingen, wenn das dann die erste Sache ist. Diese Szene, die wir gesehen haben, war an meinem Geburtstag. Oh. Und da war ich sowieso schon irgendwie speziell an dem Tag und sehr aufgeregt. Ja. Und dann sitzt du da mit solchen Kollegen und da sind die Augen so groß. Ne? Es ist toll. Waren die dir gegenüber sehr, sehr fair und kollegial? Ich meine, das sind alles gestandene Bühnenschauspieler.
oder haben die da so eine kleine Arroganz raushängen lassen? Nein. Nee, das gab es irgendwie gar nicht. Also ich muss überhaupt sagen, da sind ja also Armin Rohde und all diese Leute, ja, die ja nun da wirklich auch wieder überzeugend und ganz wundervoll spielen. Da ist Arroganz, habe ich da wirklich nicht gemerkt. Ich bin aber auch manchmal so ein bisschen naiv, vielleicht mag ich es nicht. Nee, ich glaube, die sind auch nicht so, weil die sind so gut, die haben es nicht mehr nötig. Nein, sie sind es nicht. Wirklich. Wenn man jetzt St. Pauli hört, da denkt man in Deutschland irgendwie so, ey, willst du mal reinkommen? Also so aus dem Milieu, nasses Pflaster, ja, hier. Und so. Ist das, ja, vom Regen. Ist das in diesem Film auch so? Nein, es ist natürlich, nun auf der Meile sind die Mädels und die angekobert wird natürlich auch und auch davon erzählen wir auch zum Teil, aber der Film handelt wirklich eher von dem Bezirk St. Pauli, in dem Menschen auch wie Dorit als Werbegräfikerin leben. Ja, das war sie früher und jetzt ist sie Werbegrafikerin. Jetzt ist sie Werbegrafikerin, ja. Genau. Ja, so hat sie angefangen, bevor sie den Käse bekommen hat. Genau. Werbegräfikerin. Käsekase. Ja. Wollte ich auch mal machen, Werbegräfikerin. Also es ist natürlich Unsinn, das rauszuhalten, aber wir erzählen schon mehr von Leuten, die da einfach ganz normal wohnen. Das ist ja ein Stadtteil, wie jeder andere auch. Ja. Und der Film berichtet in so einer Form von Episodengeschichten. Es ist nicht wirklich eine Episodengeschichte, aber wir sind verschiedene Charaktere. Wir haben nicht unmittelbar miteinander zu tun. Wir treffen uns aber durch den ein oder anderen Zufall, der sich wiederholt, irgendwie schon. So von oben gesehen würden wir uns eigentlich immer kreuzen. Und wir erzählen eigentlich eine Großstadtnacht und die Dinge, die eben so einem widerfahren in einer Vollmondnacht. Jetzt lebst du ja in Berlin und nicht in New York. Ja? Ja. Ist Berlin wirklich so aufregend, wie es immer heißt? Man selber kommt ja kaum noch aus Köln raus, aber ansonsten alles, was einen schwarzen Anzug hat und geht am Kopf, ist von Berlin begeistert. Ja, auch dort. Geht ist dann das auch so? Sofort dahin. Ja? Ich weiß nicht. Also ich finde, Berlin ist eine richtig große Stadt, hat eine anständige Subkultur. Ich habe da irgendwie schon Spaß in vielerlei Hinsicht. Ich war aber auch irgendwie nicht ganz so viel in Berlin. Mein Freund lebt in München, da bin ich dann sehr gerne auch mal in München. Und das heißt, es gibt einen festen Bezugspunkt in deinem Leben. Nicht wie bei den anderen Schauspielerinnen so, dass sie mit dem einen kommen und mit den anderen gehen. Nee. Nein. Nee, da sowas hat es bei mir noch nie gegeben. Ne? Das weiß ich, ja. Aber du warst ja in New York, glaube ich, Single. Ja, ja. Das war auch gut so. Das war auch gut so und es war eine harte Zeit und jetzt, aber trotzdem räumlich getrennt, München und Berlin, ja? Ja, aber wenn man sich 12 Jahre kennt, dann klappt das wohl. 12 Jahre kennt ihr euch? Ich bin mit Dennis schon zur Schule gegangen, war auch in der 7. Klasse schon mal ganz furchtbar verliebt, wurde irgendwie nichts draus. Jetzt ist das etwas anders. Er kam mich dann mal besuchen und Dinge veränderten sich. Dann kam ich nach Deutschland und jetzt sind wir ein Paar, endlich. Das ist eigentlich richtig romantisch. Ja, ist richtig schön. Wäre ja auch schon Filmstoff. Ja? Ja? Schreib doch ein Drehbuch. Kann ich nicht. Kannst du schreiben? Doch, aber nur Monologe. Ach so. Aber kann ich ja zwischen zwei Personen aufteilen. Valerie, ich wünsche euch viel Erfolg. Ja. Morgen ist die Premiere. Ja, St. Pauli nach Valerie Niehaus, Axel Meter, Peter Schattmann, Mariska Degmers und an der Kasse Sönke Wortmann. Mein nächster Gast war in einem Weltklasse-Finale unter den letzten 8 im 800 Meter Lauf bei der Weltmeisterschaft in Sevilla. Er war 99 in Erfurt deutscher Meister und 98 in Budapest Araba. Meister in 800 Meter Lauf mit Schuhe und Schnürsenkel. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Nils Schumann. So, du hast schon die richtige Fangemeinde, das wurde schon riesig gejohlt, als wir dich vorhin vorgestellt haben. Und wenn man dich so sieht, muss man sagen, auf dich hat die Leute schleichtathletisch gewartet, oder? Jung, dynamisch, Tattoo, hat das eine Bedeutung oder ist das einfach nur ein Riesenteil, oder? Ja, es soll eigentlich nur gut aussehen, denke ich mal, also mir gefällt es. Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, irritiert es die Gegner nicht? Ich hoffe, es soll. Ich sag mal, also ich weiß nicht, vielleicht kriegen die Jungs Angst, aber ich glaube, einen großen Effekt hat es nicht. Wo hast du es machen lassen? Also bei mir zu Hause in Erfurt gibt es einige Tätowierer und ich denke mal, hat seine Arbeit ganz gut gemacht. Man muss vielleicht mal sagen, als Vorbild, du bist ja nicht nur ein toller Sportler, du hast auch eine Ausbildung gemacht. Ja? Ja. Er war 4 Wochen bei der Sparkasse. Ja. Dauert das nicht länger? Grundsätzlich eigentlich schon. Also eigentlich hätte ich 2 Jahre von mir gehabt, aber so die 4 Wochen haben gereicht. Du hast verkürzte Lehrzeit gemacht, ja. Dann hast du keinen Bock mehr? Nee, nicht so richtig. Also normalerweise dauert die Ausbildung ja 3 Jahre. Ich hätte es schon auf 2 Jahre verkürzen können. Ja. Ich habe es dann halt auf 4 Wochen verkürzt. Also Läufer eben. Ja. Ja. Wie war das, wie war die Atmo so bei der Stadtsparkasse? Wie viele waren da im Büro? Wie viele Leute? Ja, es war eine relativ alte Filiale und auch die Mitarbeiter waren sehr alt und
Ich habe halt im Abstellraum gesessen und Akten geordnet, 2 Wochen lang. Also mit schönem Anzug zwar und ja, top gekleidet, aber ja, es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und konntest du nicht mal irgendwie mit Fräulein Klabutke oder so sprechen, die da vorne wahrscheinlich den Terror geführt hat am Schalterverkehr, dass sie dich an den Schalter lassen, weil da wären doch die Frauen gekommen, wenn du da stehst. Ich durfte nicht. Also ich hatte immer die Hände in den Taschen und das darf man absolut nicht bei der Sparkasse. Also da waren sie dann sehr dagegen. Ich verstehe das auch. Also ich könnte mir das nicht abgewöhnen. Und ja. Zumindest die ersten paar Wochen ist man wahrscheinlich dann auch nicht in der Lage, ja, am Schalter zu dienen. Und deswegen ja, geht man dann doch lieber. Okay, aber es läuft ja für dich als Leichtathlet. Das muss man mal sagen, überhaupt in so einen Endlauf zu kommen, ja, ist ja schon wahnsinnig schwierig. Und 800 Meter ist eine Strecke, bei der immer alle sagen, das ist eigentlich die Hölle. Weil, okay, Sprint, 100 Meter, man läuft 8:0 und geht nach Hause, das kann jeder. Ja, 10.000 Meter ist im Grunde auch wurscht, weil man hört ja an der Glocke, wenn es aus ist. Ja, aber 800 Meter, das ist, man ist gerade irgendwie drin, dann ist schon wieder aus. Was ist das Mörderische am 800 Meter Lauf? Ja, es ist halt, wie gesagt, ein Tempo, was relativ unangenehm ist, weil es sehr schnell ist am Anfang schon. Und dann, ja, ich sag mal, es ist dann auch wirklich eine Strecke, wo dann die letzten 200 Meter, sage ich mal, wirklich nur noch im Kopf ablaufen. Also man merkt dann schon seine Beine gar nicht mehr. Und das ist ja, also wirklich eine harte Strecke, für die man auch viel trainieren muss. Aber ja, es macht auch Spaß. Also ganz so schlimm, wie du das sagst, ist es doch nicht. Aber ich meine, es ist doch so, 800 Meter wird in Bahnen gestartet, ja? Ja, ja. Die erste Runde wird in Bahn gelaufen? Nur die erste Kurve wird in Bahn Nur die erste gelaufen. Kurve. Ja, und ja, dann geht's schon los, wer kommt innen rein? Ja, ja, nach 100 Meter wird sich eingeordnet und das ist dann auch meistens der Knackpunkt des Laufes, weil dann wird schon die Position bestimmt, ja, wie wird das Rennen gestaltet. Und ich sag mal, da gibt's dann auch schon ein paar Rangeleien. Also das ist dann eine Strecke, wo man dann auch nicht unbedingt immer nur geradeaus laufen kann, sondern auch wirklich mit Ellenbogen und mit Körpereinsatz sich dann auch mal durchsetzen muss. Wirklich, war es heute richtig auch getreten, gebissen und so weiter? Ja, also ja, gebissen weniger, aber getreten. Ja, also ich kann meine Beine hier auch mal zeigen, also sind schon ein paar. Zeig doch mal einmal, können wir was sehen? Ja, ich weiß nicht. Wie denn? Ja, ich habe also hier hinten zum Beispiel, das sind super, super Spikesnarben. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen kann. Du, das haben sie bei der Sparkasse auch. Ja. Das ist nicht so heavy. Das dünn. Nein, aber nicht so schlimm. Ich hätte jetzt gedacht, es sind richtig große Teile. Wie viel? Nein. Wie trainierst du das, 800 Meter Lauf? Auf Kondition oder auf eher Sprint, Schnelligkeit? Ja, es ist logischerweise, das ganze Jahr über gliedert sich das in verschiedene Abschnitte. Also von allgemeinen Training, wir schwimmen dann auch viel, spielen Fußball. Ja. Auch lange Dauerläufe, das gehört auch dazu und das ist das, was ich nicht so gern mag. Und dann auch die Wettkampfphase ist ja doch ziemlich lang und ja, es ist also ein sehr komplexes Training, denke ich mal. Es ist nicht nur das sture Laufen. Was ist das Entscheidende beim Laufen? Ich laufe ja auch ab und zu mit einem engen Höschen durchs Gebüsch, ja, für den Kreislauf und so. Und ich komme immer sehr schnell außer Puste. Was macht man falsch? Ich meine, der Laie läuft doch einfach zu schnell los, oder? Ja, du musst riesig aufpassen, dass dein Laktatwert nicht am Anfang gleich so in die Höhe schnellt. Was heißt das praktisch? Was heißt das praktisch? Also die Übersäuerung im Oberschenkel beispielsweise. Ja, und was darf man da nicht machen? Was ist das Entscheidende? Ja, nicht zu schnell loslaufen. Eher langsam, ja? Eher langsam, ja. Als Jogger sowieso. Man soll nebenher sprechen können, ist das richtig? Ja, es kommt auf deinen Leistungsanspruch an. Also ich denke mal... Ja, null ist ja, der. Ja. Dann einfach so, man will ankommen und irgendwie auch verschwitzt aussehen, wenn man ins Auto steigt. Ja, ja, das ist... Ja, dann... Gut, man kann auch nebenbei reden, denke ich mal. Das ist ja auch ein bisschen unterhaltsamer, als wenn man dann alleine durch den Wald rennt ja und wirklich nur Bäume sich anschaut. Ja. Mit Partnern dann zu laufen, macht dann auch mehr Spaß, glaube ich. Absolut. Man muss ja jemanden haben, der den Windschatten macht. Ja. Also das heißt, man läuft langsam los, ja? Für die Verhältnisse langsam. Also ja, ich sag mal, wenn ich jetzt laufe oder wenn wir beide zusammen laufen, ja, dann ist vielleicht für mich langsam doch schon vielleicht ein Stückchen schneller als für dich. Also ich will nicht irgendwie... Nee, wir können auch. Ich stand mal auf dem Laufband, da kam die Therapeutin vorbei, hat gesagt, sie wusste nicht, dass man bei diesem Tempo schon laufen kann. Ja. Ich bin auch schon gelaufen. Du wärst wahrscheinlich natürlich weg nach den ersten 200 Metern, oder? Ja gut, aber es kann ja dann sein, dass du nach 10 Kilometern wieder bei mir dran bist. Also. Nee. Wie lange läufst du so, also distanzmäßig? Ja, unterschiedlich. Also im Dauerlauf dann auch schon mal 10, 12 Kilometer. Ja. Aber im Training auch viele kürzere Sprints dann auch. Ja. Also das rund die ganze Palette durch. Was hast du jetzt für Ziele als Sportler? Ja, die Olympischen Spiele sind nächstes Jahr stehen an. Ja. Das ist, denke ich, Sydney. Mal, ja, in Sydney. Das ist ein Ultraziel und ich denke mal, das ist für jeden Sportler ein Lebenstraum, dort zu starten. Und vielleicht ja kann ich meine Form auch noch so steigern, um dort vielleicht auch im Endlauf dabei sein zu können. Du hast Sponsoren? Ja, habe ich. Gute?
Ja, also ich meine, es ist immer sportartabhängig, sage ich mal. Also ja. Leichtathletik ist sicherlich nicht die Sportart, die so im Öffentlichkeitsinteresse steht, bis auf Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Aber im Großen und Ganzen kann man doch nicht klagen, denke ich mal. Ja, ist eigentlich ungerecht, wenn man sich überlegt, was die Fußballer reinziehen, finanziell. Ja, ich denke mal, dass da vielleicht nicht unbedingt der sportliche Aspekt den Hauptgrund spielt, sondern vielleicht auch mehr das ganze Interesse, das Drumherum. Also ich sag mal, bei uns in Erfurt zum Beispiel auch eine Regionalligamannschaft, dann sind auch wirklich schon Gehälter üblich, von denen Weltklasse-Leichtathleten nur träumen. Also das ist schon, sage ich mal, eine Differenz, die mir immer schon ein bisschen aufstößt. Aber ja, das liegt nicht am Sport selbst, das liegt an dem Interesse, an dem Medieninteresse. Und der Sport wird auch, denke ich mal, durch die Medien gemacht. Klar, aber du kannst es schaffen, da ein bisschen was für die Leichtathletik zu tun. Denn eigentlich, jetzt mal rein von der Optik her und von der ganzen Ausstrahlung, bist doch du jemand, der für die Werbung geschaffen wurde. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich wollte eigentlich... Doch! Gut, da kann man sich drüber streiten. Ne? Wäre interessant, also ich weiß nicht. Ich bin überzeugt, das wird klappen. Wir sehen dich in Sydney. Ganz vorne, bin ich auch sicher. Ja? Gut. Und komm doch mal vorher noch mal bei uns vorbei und sag uns, wie der Zwischenstand ist. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal irgendwo eine Runde zusammenzulaufen. Obwohl, es wäre zu deprimierend für mich. Das wäre einfach wirklich. Oder für mich bis dahin. Nein, definitiv nicht. Ja. Was dich trösten würde, wäre schon allein, wie ich aussehe. Weißt du? Ja. Nils, toi, 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 sag mal bei euch auch, Hals- und Beinbruch. Ja, also viel Glück, irgendwas. Und wenn die anderen treten oder kratzen, einfach zurückbeißen. Okay. Ja? Nils Schumann, meine Damen und Herren, unser Mann nächstes Jahr in Sydney. Danke schön. Tschüss.